Es begann ein jahrelanger Leidensweg für alle Anhänger der ATPD. Ihre politischen Organisationen und damit jegliche Hoffnung beraubt, verfielen unzählige Pogo-Anarchisten dem Wahnsinn. Sie erlagen der Gehirnwäsche des Systems und schworen ihren einstigen Idealen ab. Die stärksten und festesten Parteikader jedoch stellten sich unbeirrt im täglichen Kampf um subversives Wissen, Einfluss und Reife. Mit unverbrüchlicher Treue hielten sie fest an der Ausführung des Geheimplanes der APPD und bereiteten das Wiedererstehen der Partei für das Jahr 1996 vor. Dann jedoch geschah das Unvorhersehbare. Im August 1994 versammelten sich Hunderte von Asozialen in Hannover, um zum 10-jährigen Gedenken für die Opfer des Pöbelaufstandes von 1984 am Hauptbahnhof einen Kranz niederzulegen. Urplötzlich erfolgte ein brutaler Überfall schwer bewaffneter Polizeikräfte auf den besoffenen Mob. Der Pöbel wehrte sich mit kurzen, aber heftigen Straßenschlachten gegen die Übermacht. Doch die Polizei richtete ein wahres Blutbad unter den Unbewaffneten an. Zum Schluss gewannen radikale politische Kräfte die Oberhand und forderten, zur Abschreckung ganz Hannover in Schutt und Asche zu legen. Die Wiedergeburt der Chaostage und der damit verbundene, unüberhörbare Ruf des Pöbels machte den geheimen APPD-Kadern blitzartig klar, dass das Wiedererstehen der Partei sofort und nicht erst 1996 erfolgen durfte. Notplan C wurde umgehend ausgeführt und nach mit Hochdruck betriebener programmatischer Vorbereitung sowie der Mobilisierung der schlafenden Geheimkader wurde die APPD im Dezember 1994 beim ersten geheimen Parteitag im Frankfurter Affenhaus wieder zum Leben erweckt. An diesem Ort, dem Symbol für die ideologische Grunderneuerung und Reifung des Pogo-Anarchismus, richtete Chefideologe Karl Nagel einen entschlossenen Appell an die Bevölkerung. An das deutsche Volk. Nach Jahren des Kampfes im Untergrund ist die APPD wieder bereit, um die Idee der Pogo-Anarchie an die Massen heranzutragen. Und deshalb haben wir uns heute hier getroffen, in Frankfurt dazu im Affenhaus, um mit dem Parteitag den Grundstein dafür zu legen, dass ab 1995 wieder von der Pogo-Anarchie die Rede sein wird. Zentrale Forderung der neuen Partei ist die ultimative und endgültige Rückverdummung der Menschheit für Dekadenz und Stupidifizierung. Deshalb ist es nötig, dass wir auf der Lehre des Pogo-Rassismus erneut in den Kampf gehen, um Rechte für alle verschiedenen Rassen durchzusetzen, die wir nicht auf ethnischer und völkischer Basis definieren, sondern nach ihrer charakterlichen Qualität. Ich fordere daher jeden aufrechten Kriminellen, Spießer und Leistungsunwilligen auf, uns in unserem Kampf zu unterstützen für eine wirklich menschenwürdige Gesellschaft. Dankeschön. Da Parteitagsleiter Moses Arndt und Flexhead-Chef von Liechtenstein angesichts dieser bewegenden Rede sich hemmungslos der Rückverdummung hingaben und bei jeder Orientierung besoffen und handlungsunfähig durch die Gegend taumelten, riss Nagel die Parteitagsleitung an sich und führte durch das restliche Programm. Zunächst wurde das Pogo-Anarchistische Manifest in der Paulskirche feierlich verabschiedet. Liebe Freunde, an diesem historischen Ort wissen wir uns zu benehmen. Es ist ein Ort nationaler Würde. Fällt heute. Danke, danke. Deshalb fällt heute am 3. Dezember 1994 der Startschuss für die 4. Etappe der anarchistischen Pogo-Partei Deutschland, APPD. Abschließend möchte ich euch fragen, ob wir den euch bekannten Programmentwurf unserer Partei heute hier und so verabschieden wollen. Wollt ihr das? Ja! 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 Damit ist das Programm angenommen. Der Kampf kann beginnen! Ja!
wurde der vor der Paulskirche wartenden Bevölkerung auf einer Kundgebung die frohe Botschaft vom Widerstehen der APPD überbracht. Laola! Es ist die Zeit gekommen, wieder aufzutreten und unsere entscheidenden Forderungen durchzusetzen. Und unsere zentrale Forderung ist die nach der ultimativen und totalen Rückverdummung der Menschheit. Jawohl!